Hallo, ich begrüße Sie. Ich möchte Ihnen hier in diesem Video die Möglichkeiten der Hyperlink-Funktion von Excel zeigen. Ich habe diese Arbeitsmappe berechnete Hyperlinks genannt. Sie können sie im Video über einen Download herunterladen. Makros sind keine enthalten, insofern ist das also recht unbedenklich. Ich möchte hier zunächst zeigen, was ich vorhabe. Einmal gibt es hier ein Beispiel: unregelmäßige Verben, die mit der kombinierten Suchmaschine und Wörterbuch Lingui verknüpft werden. Dann gibt es Hyperlinks für Google Maps, berechnete Hyperlinks und Hyperlinks für YouTube-Videolisten, die 200 meiner 670 Videos verlinken. Und dazu braucht man eben nur einmal die Daten, die Video-ID und vielleicht noch den Titel. Und dann kann man diese Hyperlinks ganz locker und leicht und schnell berechnen. Fangen wir an mit den unregelmäßigen Verben. Die sind schnell erklärt. Ausführlich gibt es das auch im Zusammenhang mit einem Makro, wo diese UTF-Zeichen, die hier beispielsweise hier bei Beißen vorkommen, auch erklärt werden, wie man das automatisch auch bei ein paar hundert Worten ersetzen kann, wenn deutsche Umlaute vorkommen. Aber das will ich hier nicht erklären, sondern ich will hier das Wesentliche erklären. Ich habe hier einen Hyperlink schon mal ausgeführt für Backen. Daran will ich erklären, wie man diese Funktion dann einsetzen kann. Ich habe darauf geklickt und komme jetzt zu dieser kombinierten Suchmaschine mit Wörterbuch. Steht auch hier Englisch-Deutsch. Backen steht da oben. Das war ja das Wort, wo ich drauf geklickt habe. Und ich will jetzt nicht auf die Möglichkeiten eingehen. Können Sie ja selbst schnell mal nachvollziehen, was es mit Lingui auf sich hat, wenn Sie es nicht sowieso schon kennen. Schauen wir uns hier oben das an. Und das ist nämlich das, was in die Excel-Funktion als Argument eingehen muss. Da haben wir hier einen Teil, der geht bis zu dem letzten Gleichheitszeichen an dieser Stelle. Der ist bei Lingui in diesem Fall und auch in dem Beispiel immer fix. Danach kommt das Wort, wo ich nachsuche, im Augenblick backen, aber ich könnte stattdessen auch kochen eingeben. Und dann sehen wir, vordere Teil ist identisch, nur hier unten wird jetzt Beispiele, die werden alle mit diesem anderen Verb ausgeführt, einschließlich der englischen Übersetzung und der Fallbeispiele. Machen wir es nochmal, sehen, ist auch bei Braten so. Ja. Denken Sie, der denkt nur ans Essen. Und da haben wir hier Braten und da gibt es also entsprechende Beispiele. Also wir brauchen im Hyperlink-Befehl dieses hier aufgesplittet in zwei Teile, den vorderen festen Teil und den rechten Teil, wo das Verb steht oder das Wort, wo ich in Lingui nachsuche. Schauen wir uns das jetzt an. Ich schließe das hier einfach mal. Sie sehen, hier ist also noch das, was aus der Adressleiste kopiert wurde. Hier habe ich den Teil, der fest ist, schon extrahiert, weil der variable Teil, der wird hier vorne aus den Spalten A bis F entnommen. Und das will ich also jetzt hier im Detail zeigen, wie das geht mit dem Hyperlink-Befehl. Vielleicht noch Allgemeines. Ich brauche also zwei Argumente. Hier steht Hyperlink-Adresse. Und freundlicher Name. Der freundliche Name, das kann auch ein fester Text sein, wie Info oder Hinweis. Aber hier nehme ich natürlich dann das Verb oder die Form von diesem Verb selbst. Fangen wir an. Wenn man schon weiß, dass die Funktion Hyperlink heißt, dann schreibe ich da die ersten beiden Buchstaben hin und wähle hier aus der Liste aus. Und jetzt nehme ich den festen Teil, das ist hier. Dieser Teil in der Zelle G2 bis zum Gleichheitszeichen, was vor dem Wort steht, was ich suche. Und da ich dieses nach unten und nach rechts kopieren will, muss ich diese Zelladresse, weil ich die überall von der Stelle G2 nehmen will, die muss ich festmachen. Das wissen Sie, geht mit der Funktionstaste F4. Jetzt steht da Dollar G, Dollar 2. Und jetzt muss ich noch das Variable, in diesem Fall dieses Verb oder eine Form des Verbs hinzufügen. Da zeige ich jetzt mal auf die Grundform unter UTF-8, weil das ist wichtig. Bei Befehlen wäre es egal, aber bei Beißen zwei Zeilen tiefer, da ist wichtig, dass man also dann das nimmt, was also auch die UTF-8-Schreibweise enthält.
So, soweit habe ich das. Jetzt habe ich den Link fertig. Und jetzt muss noch der freundliche Name kommen. Und das ist die Zelle, die vorne steht. Die Grundform in der Schreibweise, wie wir sie gewohnt sind. Also an sie kodiert. So, das würde, wie gesagt, außer bei den deutschen Umlauten keinen Unterschied machen. Jetzt habe ich es fertig und drücke die Enter-Taste. Und da sehen wir, hier steht jetzt Befehlen. Ich führe das mal aus, um zu zeigen, das haut auch hin. Klicke darauf. Ich bin bei Lingui und da habe ich hier Befehlen und die englische Übersetzung. Und hier unten habe ich natürlich dann auch die Fallbeispiele. So wie es zu erwarten war. Ich schließe das hier. Und jetzt kann ich das also nach unten ausfüllen. Klicke doppelt auf das Ausfüllkästchen und da sehen wir, bis unten hin ist ausgefüllt worden. Dieses hier kann ich jetzt auch mal wegmachen. Und gehe nach unten zur letzten Zeile. Da steht zwingen. Also wir sehen, bis zum letzten Verb zwingen, zwang, hat gezwungen, ist alles. Ich habe jetzt diese Verben in der Grundform nochmal markiert, weil die Formel ist ja hierfür richtig und für die anderen kann ich sie jetzt einfach mit dem Ausfüllkästchen nach rechts kopieren, die Formel, und dann ist das auch schlagartig fertig. Machen wir mal einen Test bei einem Verb, was auch einen Umlaut enthält, hier das scharfe S bei saß. Ich klicke darauf und finde bei Lingui die Grundform von saß, was sitzen ist. Und darunter haben wir natürlich auch Fallbeispiele. Ab dem Anfang saß dann alles voller Menschen und so weiter. So, das hat geklappt. Wir sehen, bei dieser Liste unregelmäßiger Verben brauchte ich also nur eine einzige Formel, die hier schon bei Backen stand. Die musste ich nach unten ausfüllen und nach rechts ausfüllen. Und dann wurden automatisch die entsprechenden Formen der Vergangenheit und des Perfekt eben auch mit dieser Suchmaschine verknüpft, so dass ich draufklicken kann und habe dann also auch gleich die gewünschten Fallbeispiele und auch die englische Übersetzung. Als nächstes möchte ich Ihnen den Hyperlink-Befehl in einem ganz anderen Zusammenhang zeigen, auch mit mehr Argumenten, die verknüpft werden, und zwar bei Google Maps. Wer damit schon mal gearbeitet hat, weiß, da gehen Orte und Straßen ein. Wenn man eine Adresse eingibt, dann findet normalerweise Google gleich diese Straße auf einer Karte oder auf dem Luftbild, je nachdem, wie man das eingestellt hat. Schauen wir uns das an. Ich habe hier ein Beispiel. Sie sehen auch schon, das sieht recht kompliziert aus, werde ich aber gleich erklären. Na, Sie sehen, hier gehen zwei Adressen ein, die sind hier farbig markiert und ein fixer Teil. Aber wollen wir uns erstmal anschauen, was Google Maps ist. Ich habe hier für die Hinfahrt von Kassel, Lessingstraße 13 nach Felsberg, Vernouillet Allee 1, habe ich also schon die Hinfahrt berechnet. Ich klicke mal darauf und da sehen wir, die Adresse wurde ergänzt. Sofern ich da die Postleitzahl nicht eingesetzt habe, steht sie jetzt hier. Also Google hat da schon sehr viel reingesteckt. Und da sehen wir, hier gibt es also die Möglichkeit, mit dem Auto, mit dem Bus oder zu Fuß zu gehen, je nachdem, was ich da auswähle. Das hat aber nichts mit Excel zu tun. Ich habe hier Excel nur zum Generieren dieser Routenberechnung eingesetzt. Und Sie sehen auch hier, ich kann die Gegenrichtung nehmen. Achten wir darauf. Hier sind es in die Richtung von Lessingstraße, Kassel nach Vernouillet Allee, Felsberg 24,7. In der Gegenrichtung ist es mehr. Das weiß ich, wie das zustande kommt, weil ich diese Strecke häufig fahre zu meinem Büro, was in der Nähe liegt. Und da sind es hier ein paar hundert Meter mehr, wenn ich von Felsberg nach Kassel fahre, weil ich da eine riesige Schleife am Aue-Stadion fahren muss. Also Sie sehen 24,7 gegenüber 25,6, 900 Meter ist es länger. Es könnte natürlich auch eine Einbahnstraße sein, aber das ist in diesem Fall nicht der Fall. Es ist also eine riesige Schleife am Aue-Stadion. So, wollen wir nicht näher drauf eingehen. Ich will da nur begründen, dass man eben auch die Gegenrichtung berücksichtigen muss, wenn man hier zum Beispiel eine Fahrtkostenabrechnung macht. Weil wenn man hier eine Strecke eingibt, jemand hat ja 30 Kilometer abgerechnet, Google hat aber noch 25 berechnet, kommt ja komisch rüber. Sie sehen, hier habe ich schon was reingesteckt. Das können Sie also auch nachvollziehen, die Formel. Aber das ist jetzt nicht unser
der Gegenstand, aber Sie sehen, wenn Sie also hier jemanden verdächtigen, es kann ja sein, der hat eine andere Route gewählt oder hat die Gegenrichtung eingegeben. So, wollen wir uns mal anschauen, wie ist das zustande gekommen? Ich gehe noch mal darauf. Ich habe hier einen festen Teil, das ist dieses hier, bis dir, was wohl eine Abkürzung für Direction ist, also von Lessingstraße 13 nach Kassel. Das ist also hier die Stelle, die ich als Abfahrtort angebe in Excel, diese Spalten. Und die Zieladresse in Felsberg, Vernouillet-Allee in Felsberg, das ist das, was ich dann angebe als Ziel. Und danach hat Google schon Längen- und Breitengrade oder Breiten- und Längengrade eingetragen. Also so ist es richtig, 51 Grad nördlicher Breite und 9 Grad östlicher Länge. Das ist hier, sind die Koordinaten hier für den Ort, wo ich starte. So, das ist also bis zum Dir das, was ich also als fix einsetze. Der Rest wird durch die Zusammenfügung der Informationen von Start und Ziel automatisch von Google ergänzt. Das will ich also jetzt zeigen. Ich mache das jetzt mal manuell. Ich fange an wieder mit dem Hyperlink, gleich HY. Und da haben wir, wie eben schon im Beispiel, die Funktion. Jetzt kommt der feste Teil, also das, was für Google Maps bis Direction, dem Schrägstrich, da ansteht. Das halte ich wieder fest mit der F4-Taste, womit relative zu absoluten Adressen gemacht werden. Jetzt muss ich was verknüpfen, und zwar zunächst die Postleitzahl hier. Und weil ich hier keine Leerzeichen danach gemacht habe, muss ich die hier über die Formel einbringen. Da mache ich jetzt dieses entsprechende Symbol zum Verknüpfen, dann kommt das Leerzeichen, dann verknüpfe ich den Ort, dann kommt wieder ein Leerzeichen, dann kommt die Straße. Und jetzt kommt ein Schrägstrich, den muss ich auch verknüpfen. Und jetzt kommt die Zieladresse. Danach kommt wieder ein Leerzeichen und der Ort und die Straße. Und dann fehlt noch der freundliche Name. Und der freundliche Name soll also einfach nur lauten, von A nach B, mache ich mit so einem Pfeil, Klammer zu. Und dann steht das da. Ja, oben habe ich nur Leerzeichen vor und nach dem Pfeil gemacht. So, wollen wir mal sehen, ob das auch hinhaut. Ich gehe davon aus, und weil ich hier sage, na, dann will ich gleich mal nach Berlin fahren. Da habe ich nämlich hier schon die Adresse stehen, Berlin, Willy-Brandt-Straße 1. Also das ist, wer es nicht zufällig weiß, das Bundeskanzleramt. Und hier Vernouillet-Allee in Felsberg, also fast genauso wichtig. Das ist nämlich unser Rathaus am Ort. Und da klicke ich mal darauf. Ja, und da sehen wir auch gleich Willy-Brandt-Straße 1 in Berlin. Und das ist eingetragen und wir sehen, die kürzeste Strecke ist 398 Kilometer über die A2 und die A7, aber es gibt noch alternative Routen. Also auf jeden Fall hat funktioniert. Ich merke mir hier die 398 Kilometer für meine kleine Statistik hier, wenn ich da nachvollziehen will. 398 trage ich hier ein. Und dann sehen wir, 400 hat derjenige hier möglicherweise abgerechnet, und dann habe ich hier 60 Cent, hätte ich ihm zu viel bezahlt, wenn er genau die Google-Route gefahren wäre, aber es gibt ja immer mal Umleitungen, bei 0,5% wird man da keine Rückfragen stellen, aber wenn es denn 50 Kilometer wären, und das wären 6 Euro oder mehr, dann könnte man ja schon mal nachfragen, wo bist du denn da lang gefahren. So, wir haben also hier die Möglichkeit, die Kilometer abzulesen, wäre natürlich noch besser, man könnte direkt auslesen, aber da habe ich noch keine Lösung gefunden.
So, die Rückfahrt, die könnte man jetzt natürlich auch so manuell anlegen, aber da sehen Sie, wenn Sie die beiden vergleichen, da ist einfach nur das, was vor und hinter dem Strich ist, das ist vertauscht. Eigentlich braucht man die Formel nicht, weil man kann das ja direkt auswählen. So, wollen wir hier mal sehen, ob das auch hinhaut, wenn ich das bis unten hin ausfülle. Sie sehen, ich mache das jetzt mal manuell mit dem Ausfüllkästchen. Ich habe hier alle europäischen Hauptstädte eingetragen. Nehmen wir mal eine etwas exotischere, Tallinn, das frühere Reval hier. Das steht hier und da möchte ich also jetzt von Felsberg nach Tallinn fahren, weil da muss ich also B nach A nehmen. Wollen wir mal sehen, ob das hinhaut. Ja, es also hat funktioniert. Fast 1900 Kilometer, wenn ich da durchs Baltikum fahre, über Polen, Litauen, Lettland nach Estland, gegenüber von Helsinki ist das. Kann man also hier gut sehen. Hat also funktioniert. Der Zielort Tallinn ist also hier angegeben. Ich schließe das. Damit hat also auch diese Option Hyperlink im Zusammenhang mit Google Maps nützliche Dienste gebracht. Dann wollen wir uns gleich das nächste Beispiel angucken. Dieses Video taucht noch nicht auf, aber diese Liste, die Sie hier sehen, das sind meine Top 200 Videos von 670, die ich mittlerweile bei YouTube abgeladen habe. Und da finden Sie hier vorne den Videotitel und hier die Video-ID und hier die Möglichkeit, das zu verlinken, wie Sie es schon nicht anders erwarten werden. Ist so ein YouTube-Video auch wieder zusammengesetzt aus einem festen Anteil, den habe ich hier. Und danach wird die Video-ID angegeben. Das sehen Sie hier oben, dieses, was hier diese merkwürdigen Buchstaben ausmacht, das wird ja so zufällig generiert. Und das ist die Video-ID hier zu meinem Suchen und Sortieren, Video zu Access 10. Damit Sie sehen, beide Links hier, die funktionieren auch. Wenn ich hier auf verlinkte ID klicke, dann bin ich hier im Video und Sie sehen, das, was da als Video-ID auftaucht, das steht hier oben. Links davon sehen Sie hier das Feststehende, was bei jedem Video, ob von mir oder von einem anderen, identisch ist. So, das haben wir hier. Wie kriege ich das als Formel verknüpft? Einmal, indem ich die freundliche Adresse so wähle, dass da der verlinkte Titel erscheint und einmal die ID. Ich fange wieder an mit dem Gleichheitszeichen, schreibe HY wie Hyperlink, klicke auf den allgemein üblichen Anfang, mache das fest mit der Funktionstaste F4. Verknüpfe das in diesem Fall mit der Video-ID und jetzt will ich als freundliche Adresse den Titel haben und mache die Klammer noch zu und schon ist das fertig. Und das machen wir jetzt auch gleich hier, damit Sie sehen, ist also kein großer Akt. Wer das einmal verstanden hat, der kriegt das immerhin, wenn er die Argumente irgendwo zusammengestellt hat. So, also auch hier. Feste Adresse muss mit der F4-Taste festgemacht werden. Dann verknüpfe ich das mit der Video-ID. Aber jetzt will ich hier auch die Video-ID haben als freundliche Adresse und schon ist es fertig. Und wollen wir sehen, wenn ich das jetzt kopiere, doppelt hier raufklicke, müsste es gleich bis unten ausfüllen. Tut es auch. Gehen wir mal nach ganz unten. Zeile 203, Zeitreihenanalyse mit Excel. Wenn ich darauf klicke, müsste ich ein entsprechendes Video haben, auch von mir. Und das wird auch gleich anlaufen. Ja, ich habe ein entsprechendes Video von mir, läuft auch gleich an. So, das wollen wir aber jetzt nicht weiterverfolgen. Das funktioniert. Dann nehmen wir hier noch das wichtige Begriffe. Und Einführung in das Thema Datenbank, das ist dieses hier. Nee, Internetschreibprogramm habe ich ausgewählt. Ich habe mich verklickt.
Genau. Und da sehen Sie auch über die Video-ID als freundliche Adresse komme ich dahin. Und das war das, was zu zeigen war. Freundliche Adresse habe ich gesagt, freundliche Name heißt es. Ja, das hat also funktioniert. Diese Liste, die hat jetzt den Vorteil, dass man die beliebig sortieren kann. Man kann sich die zusammenstellen und wenn man dann das Video aus dieser Liste dann direkt starten möchte, dann braucht man also nur auf den Eintrag in der Spalte C oder D zu klicken und das Video ist also dann sofort angezeigt. Ja, was hat das also gebracht? Nochmal zusammenfassend, wir haben grundsätzlich, wenn wir den Hyperlink-Befehl hier in diesem Zusammenhang einsetzen, zu analysieren, was ist hier in dem Fallbeispiel fest. Das ist also dieser Teil hier bis zum Gleichheitszeichen beim Video. Oder was ist fest, wenn wir hier bei Google Maps schauen? Das ist das, was bis zur Richtung, also dir, steht. Und was ist variabel? Und das sind also Variablen, das, was in den Spalten oder in der Spalte davor steht. Und wenn man das in geeigneter Weise mit dem Feststehenden verknüpft, dann werden daraus eben Informationen für die Fahrtstreckenberechnung, für Fallbeispiele zu den unregelmäßigen Verben. Damit werden dann eben auch YouTube-Listen generiert, wobei dann also auch der direkte Start des Videos möglich ist. Wenn Sie dieses Beispiel direkt mit Excel ausprobieren wollen, klicken Sie auf den Download, dann laden Sie es sich herunter und probieren das selbst mal aus. Sie werden sehen, der Hyperlink-Befehl ist eine hochinteressante Sache und auch leicht zu handhaben, wenn man über diese ersten Schwierigkeiten der Verknüpfung von Zellen hinweg ist. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.